Ja, und hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem lang ersehnten Let's Play. Wir spielen heute A Plague Tale Innocence, eine Seuchengeschichte, eine Geschichte der Pest, Unschuld. Ich habe so lange drauf gewartet, ich bin etwas im Nachzug, das Spiel ist schon etwas länger draußen. Aber umso mehr freue ich mich, hier spoilerfrei an dem Spiel anzugehen. Nur noch ein paar kleine Eckdaten zum Spiel. Folge den Spuren der jungen Amicia und ihres kleinen Bruders Hugo auf ihrer erschütternden Reise durch die dunkelste Zeit in der Geschichte Europas. Verfolgt von der Inquisition und von erbarmungslosen Rattenschwärmen umgeben, müssen Amicia und Hugo lernen, sich gegenseitig zu verstehen und zu vertrauen. Allen Widrigkeiten zum Trotz kämpfen sie in dieser erbarmungslosen Welt ums nackte Überleben. Noch ein paar kleine Eckdaten zur Geschichte. Frankreich im Jahre 1349. Der schwarze Tod wütet im Reich. Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo fliehen vor der Inquisition durch von der Pest verheerte Dörfer. Unterwegs müssen sie sich mit anderen Kindern zusammenschließen und mit von Feuer und Licht einen Weg durch die Horden von Ratten bahnen. Ihre Schicksale sind eng miteinander verwoben und nur das kann ihnen im Kampf gegen die ungeahnten Schrecken helfen, mit denen sie konfrontiert werden. Das Abenteuer beginnt und die Zeit der Unschuld endet. So viel zum Spiel. Ich möchte gar nicht erst groß rumlabern. Ich gehe hier total spoilerfrei ran und freue mich, mit euch zusammen A Plague Tale spielen zu können. So, dann drücken wir mal eine Taste. So, dann nehmen wir den ersten Stand, habe ich nur wegen die Einstellung, musste ich machen. Wir nehmen einen neuen Stand. Bestätigen. Und alle Einstellungen sind getroffen. Neues Spiel starten. Das normale Spiel erlebt alle Anzeige- und Oberflächenelemente werden eingeblendet. Ja. Ja, machen wir alles auf normal. Los geht's. Ich freue mich. Das Erbe der The Runes. Königreich Frankreich. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Hey, wer bist du denn? Wow, das sieht geil aus. So, und das sind wir. Das ist Amicia. Ihre Pferde, ihr Hund und ihr Vater. Hey, wie heißt du denn? Jo, mein Kleiner. Guti, 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 guti. Auch ist das niedlich. Oh, ich krieg schon Gänsehaut. Ich habe gerade mal angefangen. Die Zunge. Wow. Okay, Vater. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon. Du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Okay. Wow. Einfach nur wow. So stelle ich mir den Sommer vor. In Frankreich. Sieh mal. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater. Ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Ja, was ist mit der Mutter passiert? Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade?
Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich komme. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Die Schleuder? Ach, soll ich dich abschießen, oder was? Also in dann den Arsch. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia de Run kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, dann schießen wir mal die Kugeln vom Baum. Bis 10 zählt er und 6 müssen wir treffen. Okay, ich hoffe, ich schaffe das. Hä? Wo sind... Ach, hier. Okay, Steine. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Puh, okay, so soll es sein. Halte gedrückt, um mit der Schleuder zu zielen. Na gut, dann los. Okay. Ja. 2. Zähl nicht so schnell. 4. 5. Weiter so, Amicia. 6. 7. 8. 9. Und 10. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Hä? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Ein Hasen? Schon vor, ich komme nach. Ich hab Hunger. Du bist viel schneller als ich. Okay, komm, wir folgen ihm. Ein Hasen, ich hab Hunger. Ein schöner Braten. Ah, okay, ducken können wir uns auch sehr schön. Und rennen auch. Leon, warte auf mich. Warte, Leon. Ich komme. Doch, ist das Leon, ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon. Leon. Wo ist der hin? Wo bist du? Du Lümmel. Da bist du ja. Ach, da hinten. Hey, Leon. Guck. Was hast du gewittert? Lieber Himmel. Oh. Ein Wildschwein. Braver Hund. Amicia. Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal. Ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Okay. Ich habe keine Steine mehr. Hier müssen irgendwo noch welche sein. Hier. Steine. Hier sind noch mehr. Sehr schön. Oh, jetzt gibt's einen lecker Braten. Ich habe Hunger. Sind das die einzigsten Steine hier? Okay, wir haben bloß 3 Stück. So, jetzt schleichen wir uns mal ran. Das ist meine Chance. Okay, los, trink weiter, du Lümmel. Reicht die Entfernung? Schön trinken. Nein, das hat mich gesehen. Ah, Mist. Schleichen. Auf seinen Kopf. Verdammt. Okay. Das haben wir nicht geschafft. Okay, Wildschwein, ich habe Hunger. Obelix würde jetzt sagen, Juhu! Hey Leon, was geht, altes Haus? Hm? Alles klar? Okay. Heute gibt's Vorsicht, was zu essen. Du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß.
Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Okay. Ganz langsam. Wo ist der Lümmel? Ah, hallo. Okay, wir versuchen es. Und... Schuss! Ja! Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Vorsicht! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Leon, mein Süßer. Ich komme, Leon. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Ja. Was ist denn das hier? Matsch? Oh nein, meine Füße werden einsinken. Okay, können wir andersrum gehen eventuell? Das Wildschwein. Es blutet. Ah. Okay, okay. Hä? Nee. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oh nein. Nein. Ich ahne nichts Gutes. Leon? Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Verdammt, meine Kleidung. Oh, die Musik. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Oh nein, bitte, bitte nicht. Bitte nicht, was ich denke. Oh nein, liegt er da jetzt? Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon, nein. Komm her! Leon? Leon! Oh nein, Leon. Leon, ich bin hier. Ich komme. Oh nein. Nein. Oh nein. Leon. Wer war das? Nein. Oh nein. Leon. Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Leon. Sofort. Oh nee. Leon. A Plague Tale. Innocence. Oh nein, Leon. Oh, das ist scheiße. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Hugo? Ach, Hugo. Hugo. Amicia. Er war ein guter Hund. Fuck. Oh nein. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Ah. Oh Mann, unser armer Hund. Hallo. Na du? Oh. Ja, du bist ein ganz lieber, liebes. Oh Mann, Hugo. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Okay, verdammt. Och Mann, unser Hund. Oh. Mal hoch. Ein paar Ziegel hat er da noch. Das ist schön. Was ist das hier? Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht.
Eine Pfeife. Okay. Oh Mann. Ey, ich mag das nicht. Der Hund. Ich will einen Hund. Was war das überhaupt für ein komisches Erdloch? Hä? Wer weiß, was da alles noch drin rumkriecht oder rumhängt. So, wir schauen uns mal um. Er meint, der hat hier ein paar Ziegel irgendwo stehen. Was ist das hier? Bienen. Eine Imkerei. Das ist ja nett. Und ein Fass mit grünem Wasser. Das sieht doch noch ganz okay aus. So, hinter den Ställen. Dann gucken wir mal. Auch eine schöne heimische Gegend hier. Schönes kleines Dörfchen. Und das ist wohl der Schmied? Seid gegrüßt, hallo. Mademoiselle Amicia. Hallöchen. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Okay. Aber ich komme immer noch nicht hin. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Ah. Das sind die Töpfe und Steine. Sehr schön. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen Schießen üben, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, wir sind nicht wehrlos. Verdammtes Topfpack. Okay, das geht auch in der Bewegung. Oh, Errungenschaft. Okay. Ach, Leon, wäre ich nur schneller bei dir gewesen. Was auch immer dir das angetan hat, ich hätte es getötet. Oh ja. Och Mann, ja. Mich stört das auch so ein bisschen. Amicia, ich kann da ein bisschen, ich kann mitfühlen. Definitiv. Okay. So. Haben wir auch einen Questlog oder irgendwie sowas? Hier können wir was auswählen. Betäubt Gegner, wenn er im Kopf getroffen wird. Okay. Hühner. Können wir die auch weg? Okay, nee, in der Stadt können wir hier wohl nichts machen. Okay. Ja, nettes kleines Dörfchen. Der Schmied, alles ist wunderbar. Ich schau mal kurz hier rein. Hier geht es nämlich auch noch rein. Oh, Schweini. Hallo. Doch, toll. Hier sieht richtig lecker aus. Gefällt mir. Nahrung ist also auch für... Wollt ihr mir was zeigen? Hallo? Ja, hier ist ein Baum. Ne? Ach, hier hinten. Was ist denn da? Hier ist ja gar nichts. Ihr dämlichen Hühnchen. Seid froh, dass ich euch nicht auffresse. Okay, da ist auch nichts. Ein paar Steine haben wir noch im Notfall. Hier, gibt es hier irgendwas noch? Ne, hier war der Hinterhof. Na gut. Dann gehen wir jetzt Mutter Bescheid sagen. Habe ich das richtig verstanden? Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Okay, sie rupft gerade Hühnchen. Verdammt, Leon. Alleo Ratio Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Okay, er betet. Hallo? Schau mir in die Augen.
die Pest. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Oh Mann. Och, Leon, Mann. Der war so fröhlich und... Okay. Wir werden erfahren, was das für ein Vieh war. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Was? Redet er mit die Ente hier, mit den Huhn? Was ist denn das überhaupt, eine Ente? Der redet mit Enten. Der Entenflüsterer. Hallo. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Ach, sie wird sicher keine gute Laune haben. Okay, Wäsche alles aufgehangen. Die Ente. Hock, mock, 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 mock. Hock, mock, 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 mock. Okay, hier ist nichts mehr. Oh Mann. Ah, das ist unser Wappen. Ey, Ente. Sollst du hier mit rein, ne? Guck, guck. DuckTales. Das ist wohl das Wappen der Familie Derun. Derun. Okay. Rüstung. Auch schön. Alles klar. Ich mag diese Details. Ich mag Detailarbeiten. Ist Mutter oben? Dann gehen wir jetzt einfach mal nach oben. Und schauen, wie es hier weitergeht. Vor allem, was war das? Ich meine, die Pest, okay. Das eine Sache, aber... Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Luis, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Danke. Okay. Hier ist nichts mehr. Ist das hier unser Zimmer? Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Geschichten? Das ist Fakt? Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Okay. Reiter? Was wollen die? Okay, lieber abschließen. Okay. Die eine Frau hat uns irgendwas aufs Bett gelegt. Irgendwie irgendwas. Wir schauen einfach mal. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Ja, wer weiß, was der Kleine hat. Ich habe ja keine Ahnung. Nein, ich bin's. Ich bin's, Amicia. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Ui, das ist doch schon eine ganz schöne Zeit. Wo ist er? Hugo? Hugo, wo bist du? Versteckst du dich? Du Lümmel?
Hey, da bist du doch. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Was? Du sollst die doch nicht öffnen. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Was? Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Oh nein. Lei! Alter! Durchsuch das Haus! Was sind denn das? Ist das Mama? Oh Gott. Oh Gott, nein. Der Junge ist wertvoll. Ihr müsst ihn leben fangen, wenn er kann. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt! Wo ist Mama? Shh. Wo zum ist er? Unten. Oh Gott. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Gabriel, oh Amicia. Shh. Oh nein. Nein. Hört auf. Ich komme rein. Ach du Scheiße. Hugo ist nicht hier. Hey du! Schreisch. Komm schon! Sag es nicht noch einmal. Halt! Wo ist Hugo Peru? Oh Gott! Diese scheiß Inquisition! Nein! Was, dir läuft tierisch was falsch, Mann! Oh Gott, wir müssen raus! Verdammt! Komm, Hugo! Sind die beschossen? Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh Gott, ich ahne sehr schrecklich. Ich ahne. Nee. Oh Gott, Luis! Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Nein. Bitte. Ah, da zeig mir. Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut, lass sehen, ob du da irgendwas versteckst. Schnell weg, komm. Nein, nein. Oh, fuck. Meine Amicia. Wir müssen weitergehen. Wo sind die Aufzeichnungen deiner Herren? Sag schon. Muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Oh Gott. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Wir müssen weg. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Mama Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weiter. Bringt das jetzt mit. Oh Gott. Ums nackte Überleben, die wollen hier alles umbringen? Sind die bescheuert? Komm, Hugo, ich rette dich. Wir müssen hier weg. Weg. Wer ist das? Wen haben wir denn da? Oh Gott, wo nein. Wollt ihr zwei denn hin? Gut so. Oh Gott. Oh, Kinder. Ach du meine Güte. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Natürlich. Hugo. Nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden?
Natürlich. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Okay, aber sehr leise.